Tränen am Obtisch, Sommerhaus Janina sich aus Klinik. Janina Korn hat turbulente Monate hinter sich. Die ehemalige Kandidatin der beliebten Reality-Show Das Sommerhaus der Stars hat vor einigen Wochen gemeinsam mit ihrem Liebsten Roland Heitz einen großen Schritt gewagt. Im Oktober 2022 haben sich die Schauspielerin und der Theaterregisseur verlobt. Zudem hat die Blondine bei dem TV-Format Skate Fever, Stars auf Rollschuhen mitgemacht. Und auch gesundheitlich war bei ihr einiges los, gegenüber Promiflash berichtete Janina jetzt, dass sie gerade erst eine Operation hinter sich hat. Im Promiflash-Interview erklärte Janina jetzt, dass sie aufgrund einer vererbten Venenerkrankung operiert werden musste. Es war meine erste Op, deshalb war ich gestern unfassbar aufgeregt, betonte sie und fügte hinzu, als ich auf dem Obtisch lag, habe ich nur noch geweint. Es wurde ein Eingriff durchgeführt, der sich Venenstripping nennt. Da werden die problematischen Venen buchstäblich rausgezogen. Anführungszeichen. Inzwischen sei Janina auf dem Weg der Besserung. Ich habe keine Vollnarkose bekommen, sondern nur eine örtliche Betäubung, daher bin ich schon bald wieder fit, merkte sie an. Sie müssen nur noch eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik verbringen.